Moin Moin Freunde und herzlich willkommen zum heutigen Video. Die Razer Quest habt ihr bei mir schon im Haul-Video einmal kurz gesehen, als ich sie mir zum Star Wars Tag gekauft habe. Heute habe ich mir gedacht, stelle ich sie euch einfach mal vor. Also das ist die 75292, die Razer Quest von Lego Star Wars. Das Witzige ist, wie man hier sieht, steht hier Razer Quest. Im Shop bei Lego heißt sie eigentlich Transportschiff des Mandalorianers. Warum die Namensänderung in der Hinsicht, weiß ich nicht. Aber naja, was soll's. Da hätte ich auch gleich vorne lassen können. Ups, da steht sie mir ein bisschen im Weg. Steht sie hinten. Ja, da haben wir sie einmal in groß. Wo spielen sie nicht? Da haben wir die kleinen Figuren, die zeige ich euch gleich so nochmal. Auf der Rückseite haben wir nichts Besonderes. Wir haben, dass da Schuhe dabei sind. Eine Abbildung, dass die in der Seite verstaut werden können. Da finde ich ganz cool. Dann, dass wir einen kleinen Kofferraum haben für die Waffe von Mando hinterm Cockpit quasi. Dann haben wir ein Bild mit einer Rettungskapsel. Ich kann mich im Film nicht, in der Serie nicht daran erinnern, dass es eine Rettungskapsel gab. Aber naja, beschweren will ich mich nicht, finde ich ganz cool. Weil wir relativ viele Star Wars Raumschiffe haben und ich glaube keins oder wenig mit Rettungskapseln. Dann kleinen Schlafplatz für Mando. Und was ich witzig fand, das Set ist relativ lange schon draußen. Und ich habe das Set gekauft halt nach dem Erscheinen des Spiels. Ich weiß halt nicht, ob die ersten auch schon den Aufdruck hatten, dass man in dem Lego Star Wars Spiel diese Skywalker Saga die Razer Quest freischalten kann mit irgendwie einem Code, der hier drin sein soll. Habe ich nicht. Ich habe die vorher schon gehabt. Ich habe mal ein bisschen Google gefragt. Aber naja. So. Jetzt kommen wir mal wieder nach vorne. Ich will den Karton in den Hintergrund stellen. Dann kommen wir erstmal zu den kleinen Minifiguren. Fangen wir, würde ich mal sagen, mit der kleinsten an. Komm schon, scharf. Da haben wir sie. Also es mit Tim Baby, die kleinste Minifigur. Ich finde sie putzig. Den Kopf kann man sogar abmachen, wenn er da scharf stellen würde. Da finde ich ganz cool. In den Händen kann man nichts geben, da die sind ausgefüllt. Sonst könnten die auch zu leicht abbrechen. Ich finde es putzig. So, dann kommen wir mit zur nächsten Figur. Das ist der Mandalorianer mit seinem Gewehr in der Hand. Und was ich... Habe ich jetzt den falschen? Ich habe so viele von denen. Ne, das ist der richtige. Was ich an dem so cool finde, er hat noch nicht seine Beskar-Rüstung. Er hat wirklich... Na komm, da. Schöne braune Stellen. Ich kann ja mal kurz einen mit Beskar gleich mal holen. Und ja, ich habe ihm nicht den Umhang gegeben. Den habe ich hier noch eingepackt. Weil, warum soll ich den da rausruppen? Wenn ich die Figur eh mittlerweile 6-7 Mal habe oder so, sehe ich es nicht ein, dass ich das da rausruppe. Kopf hat er einen schwarzen. Nicht bedruckt, gar nichts. Naja,
Apropos Figur, jetzt, ich wollte ja doch den anderen holen, den war mit der Beskar-Rüstung. Bin gleich wieder da. 2 hours later. So, da bin ich wieder. Hier habe ich den quasi 1 zu 1, denselben. Leicht angestaubt. Und wenn man hier sieht, er hat sogar dasselbe Gewehr. Aber er hat halt die Knieschoner, die Brustplatte sind anders. Auch die Grundfarbe des Körpers ist anders. Das ist halt der Mitbesker, der hat auch den Umhang. Und hinten sieht man auch, da ist auch Beskar quasi Silber. Finde ich aber schon cool, dass es quasi zwei verschiedene gibt von ihm. Ich glaube, es gibt, ja, es gibt noch einen aus dem Adventskalender vom Jahre 2021. Da hat er noch einen roten Schal. Die Figur habe ich hier auch noch irgendwo rumfliegen. Ach, kannst da stehen bleiben. Naja, dann kommen wir, ja, zur unwichtigsten oder unspektakulärsten Figur, ein Stormtrooper oder besser gesagt ein Scouttrooper. Sieht man am Helm. Nichts Besonderes. Kennt man schon aus anderen Sets. Gehe ich mal stark von aus, ich weiß es nicht. Aber die waren schon öfters mal dabei. Normaler Klonkopf oder Sturmtruppenkopf. Und eine kleine Waffe. Finde ich immer schön, die Blaster. Statt die ganzen Start-Shooter, was sie eine Zeit lang hatten. Dann haben wir einen Druiden. Welcher sind das jetzt? IG-86? IG-11? IG-88? IG-11. Das ist IG-11. Na, so. Davon habe ich auch schon welche. Da waren mal welche, eine Figur war mal im Lego-Magazin und eine im Adventskalender. Aber wie ihr gerade gehört habt, wo ich mir nicht sicher war, welche das ist, gibt es mehrere IG-Einheiten. Es gibt nur einen markanten, der hat, ich glaube, ein X irgendwo drauf oder irgendwas anderes. Aber da müsstet ihr mal bei Leuten vorbeischauen, die sich besonders stark mit der Lore von Star Wars Legends auseinandersetzen. Ups. Weil das ist Legends und nicht Kanon. Seit Disney das übernommen hat. Und dann kommen wir zur letzten Minifigur aus diesem Set. Schön mit zwei Blastern. Und sein Name ist Greff Karga. Das ist der Auftraggeber der Kopfgeld. Schmeiß weg. Das war der Auftraggeber der Kopfgeldjäger. Der Auftraggeber der Kopfgeldjäger. So. Jetzt habe ich es auf jeden Fall richtig. Kleine Versprecher dürfen auch mal sein. Verhaspler. Schöner Rückenprint. Schöner Print vorne. Eine nette Figur. Und dann kommen wir zum Haupt. Teil dieses Sets. Die Razor Crest. Das ist sie. Riesig. Quasi. Wenn man das so vergleicht. Figürchen geht mal zur Seite. Ja, Feierabend. Na, hier ist die Razor Crest. Ich guck mal kurz, ob ich eine bessere Kamerastellung finde und dann sehen wir uns gleich wieder, weil ich finde das so ein bisschen doof. 2000 years later. So, da bin ich wieder. Das gefällt mir doch schon viel besser. Kann man viel besser zeigen. Hier oben, plopp, da haben wir die Rettungskapsel. Klack, kann einer rein, Deckel dicht und ab geht die Post. Was ich ein bisschen doof finde, ist, sie sitzt auf dem einen Noppen. Und also wenn man sie reinsetzt, hat man gar nicht das Gefühl, dass sie festsitzt, dass sie lose drinne liegt. Aber
Sie hält. Von daher alles gut. Hier haben wir die Kanzel. Kann man rausnehmen, die Scheibe. Wie schon hinten gezeigt, der Kofferraum, wo man den Blaster reinklippen kann. Zack, Scheibe wieder rein. Hier wäre die Aufbewahrungsbox für die Torpedos oder ja, die Ladung für die Shooter. Ich finde es ganz cool, dass die Shooter hier drin im Flügel versteckt sind und auch der Mechanismus zum Auslösen ist hier versteckt. Finde ich ganz cool. Bei anderen Schiffen, ich habe eins selbst in der Sammlung. Eins, zwei, ich glaube zwei sogar, wo man die sieht. Und ja, das finde ich nicht so cool, weil kann man auch immer mal Licht gegenkommen oder dann sind die Dinger weg. Da wäre der Schlafraum für unseren kleinen Kopfgeldjäger. Auf welcher Seite waren das jetzt? Die Seite. Man kann die Seiten aufklappen. Na, komm, bleib mal stehen auf der Hand. Und dann haben wir hier die Beute vom Kopfgeldjäger noch. Zwei Blöcke Carbonit. Finde ich ganz cool. Ich fand den von Han damals auch ganz cool, wo man die Figur hinterklippen konnte, dass er da echt drinne sitzt. Aber naja, so finde ich es auch schon ganz nett gelöst. Da ich auch noch was mit Mandalorianern vorhab, passt das ganz gut. Ich habe davor noch einen anderen im anderen Set zusammen rumliegen. Von daher passt das. Hier hinten die Laderampe kann man auch schön aufmachen. Ich ging es. Kamera. Hier ist auch noch so ein kleiner Laderaum. Und ja, wir haben hier ein paar. Das sind alles Aufkleber. Auch das hier. Das am Flügel. Wo ich ein bisschen Angst hatte, als ich das, also hier nicht. Hier rundherum geht ein Aufkleber, wo ich gedacht habe, ob ich den überhaupt richtig drauf kriege. Weil irgendwo einmal kurz verzogen und das sieht am Ende blöd aus. Das Einzige, was ist, ein Druck ist da. Halt auf da drin das Cockpit. Und was ich auch ganz cool finde, ist, du kannst das Ding wirklich hier hinten am Heck anpacken und machen und tun. Das Ding ist stabil. Also finde ich schon echt ordentlich. Ich bin froh, dass ich die noch gekriegt habe. Die Razor Quest. Ich denke mal, dass Lego sich jetzt nicht nehmen lassen wird, vielleicht in einigen Jahren noch mal eine rauszubringen. Und das ist eine schöne große. Ich werde euch auch noch mal das Schiff von Boba Fett zeigen. Das ist in den Jahren leider ein bisschen eingelaufen. Ich werde das demnächst auch dann als Vergleich nehmen. Vom Größenverhältnis. Weil wenn man die hier sieht, ist die Slave One dagegen ein Witz. Aber es soll ja nicht um die Slave One gehen heute, ne? Denke ich mal im nächsten, übernächsten Video mache ich die, damit das relativ frisch ist. Zu dem hier. Und ja. Schönes, cooles Set. Hat Spaß gemacht aufzubauen. Mir halt ein bisschen zu viele Aufkleber. Oder besser gesagt auch. Zu, ja, nicht kompliziert, aber also ich kann mich noch an mein 10-jähriges Ich zurückerinnern. Der hat da gnadenlos versagt bei dem Aufkleben, bin ich ehrlich. Ich war echt überrascht, als ich die sauber und mit gutem Abstand zueinander auf beiden Seiten hingekriegt habe, weil hier einmal zu Stück weit nach innen gerutscht und schon passt, hängt das hier auf der anderen Seite über. Die Turbinen sind einfach angeklippt mit Technikpin und zwei X-Achsen. Einfach auf die Seite legen. Razor Crest müde. Razor Crest schlafen. So.
Ich kann noch andersrum kippen. Und klick. Da ist die Turbine fest. Finde ich echt ein schönes Set. Schön groß. Sieht auch cool aus. Mit zwei Sitzen sogar drin. Habe ich eben vergessen zu zeigen. Platz für zwei Figuren im Cockpit. Und etliche. Ich habe es nicht ausprobiert, wie viele, aber einige im Schacht, also im hinteren Teil des Schiffs. Und das soll es dann aber auch heute erstmal gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Restabend, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Wenn es euch das gefallen hat, das Video, ein Like und ein Abo, würde ich mich sehr darüber freuen. Kommentar wäre auch nicht schlecht. Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.